Hallo und willkommen hier zu meinem allerersten YouTube-Video zum Thema Last Day on Earth, Tag 4 nach dem verheerenden Patch 1.7.2. Auch mich hat es erwischt, ich war LootMe, beziehungsweise hatte den Account von LootMe, habe verzweifelt versucht, meinen Account, meinen Spielstand wiederzukriegen, habe dabei anscheinend alles total zerschossen, habe sogar mein Google-Konto zurückgesetzt, womit die letzte Möglichkeit, meinen Spielstand zurückzukriegen, komplett verloren war. Habe mich daraufhin entschlossen, von vorne anzufangen und euch daran teilhaben zu lassen. Hab hier gerade ganz frisch neu installiert, Last Day on Earth. Gehen wir mal öffnen. Kommen die Standardabfragen, dass er erstmal Zugriff auf meine internen Daten haben will. Ja, warum das Ganze? Ich sehe immer wieder auf YouTube nur Guides von wie farme ich den Eichenwald oder wie besorge ich mir Fuchsfell, aber nie irgendwie, wie fange ich von vorne an? Was muss ich beachten? Worauf kommt es an? Darum möchte ich an dieser Stelle mal von vorne anfangen und euch von vornherein daran teilhaben lassen. Hab mir extra auch ein neues Google-Konto erstellt, falls es doch irgendwie möglich sein sollte, meine alten Daten auf dem alten Konto wiederzukriegen. So, Spieler-ID, nein, tun wir hier mal was ganz was Neues. Chemie zockt. Mindestens 3, höchstens 20. Warum geht das jetzt nicht? Darf kein. Und das war auch Chemie. Heißt, ich hasse die Autovervollständigung von diesem Tablet hier. Na gut, dann so. Chemie zockt. Ja, dürfen alle sehen. Zack. Welchen Server nehmen wir uns? Pff, eins ist neu. Dann scheint der anscheinend auch noch nicht so voll zu sein. Ist ja jetzt zurzeit mit den Raidern so ein Problem, dass man wohl auch überfallen werden kann. Deshalb nehmen wir mal hier Server 1. Dauert jetzt ein bisschen vermutlich. Ah, jetzt nochmal aufspielen. Gut, ich hatte vorher eine recht große Basis schon mit Steinwänden, habe den Chopper fertig gehabt, war dabei Kupfer zu besorgen, um Stahl bauen zu können. Alles für die Katz, alles weg. So, fangen wir hier ganz von Null an. Oben links seht ihr Player 6768, so wollen wir natürlich nicht heißen. Können wir hier in den Einstellungen. Nein. Ah, im Inventar war es. Das ist versteckt hier unten auf den Rucksack. Da kann man hier seinen Spielernamen ändern. Ja, Vorgeschichte ist immer das Doofe. Gibt es zu dem Spiel hier nicht. Es gibt kein Guide, kein Tutorial. Man wird im Prinzip in das Spiel reingeschmissen, weil es ja, wie der Hersteller meint, noch Beta sei. Ach, jetzt passt Chemie zockt nicht da rein, ist natürlich auch wieder geil. Dann. Doch, das ist schon wohl. Ach, da haben wir es doch, Chemie zockt, jawohl. So, das ist Inventar. Zurzeit noch leer. Was hier gerade runter tickt, die 93 jetzt, ist Hunger und Durst. Sollte auch aufpassen, sollte nicht bei 0 ankommen, sterbt ihr. So, so sieht's aus, wenn man das Spiel gerade frisch startet. Mit dem Kreuz hier unten links in der Ecke kann man sich bewegen. Erst was wir erstmal tun, wir schauen mal hier schön in den Truck rein. Unten rechts in der Ecke dieses Handsymbol einmal anklicken. Dann fängt er an, das Ding zu durchsuchen. So, was haben wir da drin? Maus gedrückt halten, beziehungsweise Finger gedrückt halten. Jetzt kriegt man ein kleines Pop-up, was das Ganze denn so ist, wofür es gut ist. Gut, Jacke, schön. Sowas zu gebrauchen zu sein, eine Waffe, nehmen wir erstmal alles mit. Klicken auf Schließen. Jetzt wieder auf den Rucksack. Die Jacke können wir anziehen. Da oben hin. Die Waffe können wir anlegen. Das Ganze funktioniert auch, wenn es im Inventar ist, mit doppelt draufklicken. Dann legt er das in einen passenden Inventarslot ab. So, schon kann es losgehen. Laufen wir mal ein bisschen rum.
Was ist das hier? Die stehen so Dinger rum. Kann man auch aufheben. Pflanzenfasern und Samen. Okay. Hier steht ein Baum. Da können wir gerade nichts mitmachen. Brauchen wir ein Beil für. Hier, das sind Beeren, die man pflücken kann. Na, Inventar sehen wir, jetzt haben wir Beeren. Die heilen uns. Lese ich auch immer wieder gerade in Foren. Oh, scheiß Spiel, man stirbt viel zu schnell. Am Anfang muss man eigentlich gar nicht sterben, solange man immer die Beeren einsammelt. Jetzt sieht man oben rechts schon, auf dem Miniradar sind so rote Punkte mit einer Spitze dran. Die Spitze gibt im Prinzip die Blickrichtung an, wie auch von dem weißen Pfeil von uns. Wenn wir uns jetzt einfach so nähern würden, würden wir Aufmerksamkeit erregen. Dafür gibt es ganz unten rechts in der Ecke Symbol, wo man sich mit hinhocken kann. Hat den Vorteil, man kann sich anschleichen. Die Viecher sind ziemlich dumm. Man kann sich jetzt quasi direkt neben dich stellen. Wenn man dann jetzt auf unser Hackbeil drückt, geht dann ordentlich an sie über die Rübe. Und weil wir im Schleichmodus von hinten angegriffen haben, machen wir dreifachen Schaden. Der hat uns so gesehen, können wir kurz weglaufen. Weil wir wollen nicht zu viele auf einmal erwischen. Packen wir den kurz um. Zack. So, der hat nichts dabei. Der hat keinen leuchtenden Rand um sich. Oben, der hat einen Rand. Ah, da ist er schon zu weit reingelaufen. Um. So. Das heißt, hier unten kann man die Hand drücken und den durchsuchen. Und gut, dann auch ein Seil. So, Seil kann man mal immer gebrauchen. Dieses Gebiet hier, wo man anfängt, ist im Prinzip auch unser Zuhause im ganzen weiteren Spielverlauf. Wenn wir sterben, kommen wir hier mit nackig, ohne Klamotten, neu hin. Hier können wir uns auch eine Basis aufbauen. So, jetzt sehen wir oben, eine ist auf 88 gesunken. Gehen wir ins Inventar, fressen so eine Beere. Upp, heilt uns um 5. Ist doch schon mal was. Ganz unten in der Leiste, wo wir Level 1 steht, füllt sich der Balken bei allem, was wir tun. Ja, wenn wir jetzt hier so einen ollen Stein aufheben, poppt da unten auf. Upp, 10 XP. Also Stein aufheben bringt schon 10 XP. Damit wir eigentlich relativ schnell die ersten Level überstehen. Ja, Holz aufsammeln, 10 XP. Was mir jetzt aber erstmal ankommt, ist das ganze Gebiet hier zombiefrei zu machen. Deshalb laufe ich ja gerade so ein bisschen wie doof durch die Gegend. Mal spielt Ton ein bisschen leiser. Also ich habe keine Ahnung, wie laut ich reden muss bei dem Ding hier. So wie es schaut, haben wir schon alle Zombies kaputt geklopft. So, das hier wird mal unser Zuhause werden. Hier werden wir uns eine Basis bauen. Wie man sieht, unterhalb des Miniradars hier oben gibt es so ein Baumenü. Können wir uns Böden und Wände bauen. Brauchen wir jeweils einen so einen Holzklotz für. Davon haben wir ja schon 2 Stück aufgehoben. Wuhu. So, um uns aber mal alles hier wegzukriegen, gibt es unten links in der Ecke den Auto-Button. Wenn man den drückt, dann fängt der Typ von ganz allein an, ein bisschen durch die Gegend zu rennen, einfach alles aufzuheben, was er dann so aufheben kann. Empfehle ich am Anfang auch, bringt alles EP. Bis das ganze Gebiet hier soweit erstmal bereinigt ist. Unten links neben dem Rucksack mit dem Schraubenschlüssel der 1, wir sehen, zack, ist jetzt eine 3 draus geworden. Mit jedem Levelaufstieg bekommen wir Skillpunkte. Gut, das Skillsystem ist gerade zurzeit noch nicht so ausgereift hier im Spiel. Es gibt viele, 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 viele Sachen, die man noch gar nicht herstellen kann, weil es die Ressourcen dafür noch gar nicht im Spiel gibt. Hier der Zombie-Truck zum Beispiel oder alles, was hier unten jetzt kommt, die ganzen Waffen, bräuchte man. Wolframwaren für, die gibt es noch nicht im Spiel. Explosives Material, das ganze Zeug gibt es noch nicht im Spiel. Den Safe, beziehungsweise Tresor, gut, den gibt es im Spiel zu kaufen. Mit viel Glück, wenn man sich so ein Bonuspaket kauft, hier unten, wo die Münzen sind, gibt es hier so tolle
Pakete, die man kaufen kann für 1,29 €. Mit viel Glück hat man da so einen Tresor drin. Was aber interessanter ist, ist unten links hier die Inbox. Wir bekommen jeden Tag 3 volle Flaschen Wasser und 3 Dosen gebackene Bohnen zugeschickt. Damit wir nicht ganz verhungern und nicht ganz verdursten. Wie gesagt, muss man auch darauf achten, immer Hunger und Durst zu stillen. Auch Hunger ist schon wieder auf 58 runter, Durst auf 56. Eine Flasche Wasser bringt 50 gestillten Durst dazu. Deshalb nicht immer direkt alles auf einmal austrinken, weil mit der Zeit muss man dann irgendwann auch mal Pipi machen. Dann meint er, er müsste irgendwo in die Landschaft pinkeln. So, was haben wir jetzt? Tut nichts mehr. Bewegen wir uns nochmal. Drücken wir nochmal Auto. Passiert nichts. Okay. Joa. Hat da wohl nichts mehr zu sammeln. Normalerweise hat er früher gesagt, ich müsste jetzt ein Sammelwerkzeug herstellen, was ich nämlich jetzt als nächstes zeigen wollte, ja, auch wo der Schraubenschlüssel ist. Ganz oben konnten wir ja eben schon, ohne dass wir es lernen mussten, ein Beil und eine Spitzhacke bauen. Hier, fertigen, zack, Beil. Schicken nochmal los. Ah, jetzt rennt er auch, fängt an Holz zu hacken. Da ist das Coole. Bei jedem Hacken kriegt es 10 EP. Und er muss viermal hacken, für den Baum zu fällen. Also werden wir gleich ganz schnell Level 3 erreicht haben. So, wer winkt mir denn da? Der Heiler. Der ist auch ganz nett. Einmal am Tag kommt hier so ein Heiler, nennt er sich, bleibt für eine halbe Stunde da. Ich glaube, Sie brauchen Hilfe. Ich hätte vielleicht etwas für Sie. Kann man sich hier drei Sachen aussuchen? Dieser Samenkorn hier. 100% erhöhte Erfahrungspunkte. Das heißt, das hält eine Stunde lang an. Das heißt, wir bekommen für eine Stunde doppelte Erfahrung. Das ist am Anfang ziemlich nice. Nachher ist es halt für die Katze, wenn man das höchste Level erreicht hat. Die Bären hier bringen halt 5% erhöhte Fundchance auf Waffen. Und der Fleischklotz hier 20% Schaden im Nahkampf. Aber ich entscheide mich jetzt für die Hirnkrautsamen. Dazu müssen wir uns Werbung angucken und ich mache mal kurz auf Pause. So, weiter geht's. Gut, ich habe gerade die Gelegenheit genutzt, bin mal schnell auf Toilette gerannt. Jetzt, deshalb musst du gerade mal schnell neu laden hier. So, jetzt sollten wir einen tollen Buff haben, dass wir 20 statt 10 EP bekommen. Gucken wir gleich mal. Lass mal automatisch laufen und jo, für jedes Hacken 20 XP. Bang, Level 3. Und weiter geht's. Ja, ist jetzt relativ langweilig. Ihr solltet aber nicht irgendwie das weiterlaufen lassen und euch jetzt einen Kaffee holen oder eine Kippe rauchen gehen oder aufs Klo. Es kann immer wieder mal passieren, dass sich hier ein Zombie hin verirrt, auch wenn man vorher dachte, alles sei sauber. Ist mir schon passiert, komme ich wieder vom Klo, liegt der Typ tot im Dreck. So. Oh, da steht noch jede Menge Holz rum. Inventar wird aber gleich wahrscheinlich irgendwann voll sein. Und die Axt geht kaputt. Wenn es gleich Klock macht, ist die Axt kaputt. Ja, da seht ihr hier, zack, ist neben die, na, jetzt sagt auch, sie müssen ein Sammelwerkzeug herstellen. Dann tun wir das. Gehen wir nach hier. Sammeln wir ein Beil. Weiter geht's. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, oh, Inventar voll, gibt gerade zu viel EP. Schmeiße ich die Bäume halt weg. Sind ja noch genug da. Ihr werdet sie aber nachher irgendwann noch brauchen und wünscht euch dann, ihr hättet noch welche. Deshalb kann man ja am Anfang erstmal schön hier in den Truck reinlegen. Quasi so als Vorrat. Man weiß ja nie. Ja, ist jetzt erstmal relativ unspektakulär. Rennt halt hier so rum. So, sie müssen ein Sammelwerkzeug herstellen. Na, wieso? Wir haben noch ein Beil. Aber hier steht noch
Erz und Stein rum. Dafür brauchen wir eine Spitzhacke. Dann brauchen wir mal die Spitzhacke. So, auf geht's und weiterbauen. Jetzt hackt er da munter auf den Stein rum. So, jetzt ist natürlich der Inventarplatz relativ bescheiden. Weil man sieht hier, man kann noch einen Rucksack anlegen. Rucksack. Können wir uns sogar schon bauen, wenn wir wollen. Hier. Wenn wir den jetzt anklicken, können wir den noch nicht bauen. Wir müssen ihn erst erlernen. Oben sehen wir Punkte 7, kostet einen Punkt. Also, zack. Wir haben eine neue Anleitung gelernt. Jetzt verfügbar. Dann. Ja, am liebsten würde ich sagen, bauen wir einen, aber. Ah, ja, beim Rucksack ist. Normalerweise ist, wenn man das Inventar voll hat und was bauen will, sagt er, kein Platz im Inventar. Aber er hat ihn jetzt direkt angelegt. Und man sieht, 5 Inventarplätze mehr. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber besser als nichts. Was könnten wir uns sonst noch herstellen? Kleine Kiste, Lagerfeuer, ein Beet, Tischlerbank und eine Dusche. Werden wir uns auch noch alles bauen? Werden wir alles brauchen? So, Werkzeug beschädigt. Okay, dann bauen wir eine neue Spitzhacke. Oh, keine Ressourcen. Okay. Und wir sehen über unserem Kopf Hunger und Durst. Können wir jetzt erstmal das Schlimmste lindern, indem wir die Bärchen hier wegfuttern, die wir noch so schön haben. Hilft aber auch nicht wirklich viel. So, haben wir erstmal Platz geschaffen. Oh, gut, hier die Viecher rennen hier noch rum. Ja, ich halte jetzt einfach das Beil gedrückt und er läuft so lange hinterher, bis er das Viech erledigt hat. Einmal Fleisch. Rohes Fleisch und Tierhaut. Alles nehmen, zack, alles im Inventar. Hier waren noch mehr davon. Auch da können wir uns anschleichen. Die laufen dann nicht weg, die merken uns nicht. Und wir machen von hinten dreifachen Schaden. Und zack, die Bohne bleibt stehen. Jawohl. Die Hand drücken. Alles wegnehmen. Zack. So. Jetzt haben wir natürlich jede Menge Zeug hier in den Taschen. Hier haben wir noch dreimal Holz drin liegen. Würde ich sagen, fangen wir mal an, unser erstes kleines Häuschen zu bauen. Muss man ja gerade drücken, ziemlich mittig. Gerade drücken wir auf den Boden. So, ich würde sagen, kleines Häuschen. So, sollte erstmal reichen, ne? Eine Tür müssen wir haben. So, vielleicht ein Fenster hin. Oh, jetzt können wir nichts mehr bauen. Wir haben kein Holz mehr. Aber. Zack, die Bohne. Da haben wir dann noch was. Wir müssen noch nicht da stehen, um das zu bauen. Wir können auch hier am anderen Ende der Karte stehen. Baumenü. Hier können wir nämlich einfach so scrollen. So, wollen wir. Da eine Wand, da eine Wand, da eine Wand. Das war ein Fenster. Ne, in der Mitte brauchen wir nichts. Und da noch ein Fenster. Und da noch eine Wand. So, wunderbar, unser erstes Haus mit Tür zum Reingehen. Die habe ich nämlich beim allerersten Mal vergessen. Man kann über dieses Baumenü auch jederzeit, wenn man auf die Wand draufklickt, Wand wieder abreißen und aufwerten. Zum Aufwerten sehen wir hier schon, wir brauchen 10 Steine und 20 Bretter. Ich sage jetzt Bretter, ich weiß, dass es Bretter sind. Die können wir uns schreinern mit der Tischlerbank. Oh, guck mal, Tischlerbank brauchen wir 10 Holz und 5 Erz für. Die haben wir ja sogar. So, zack, die Bohne, bauen wir uns das Ding. So, wo ist sie jetzt? Eine ganze Tischlerbank im Inventar. Nee, ist klar. Wie bauen wir das? Da, wenn wir es auswählen, bauen, kommen wir wieder ins Baumenü. Kommen aber auch dahin, wenn wir so ins Baumenü gehen und dann unten statt auf Gebäude auf Möbel drücken, dann sagt uns alles, was wir im Inventar haben. Einmal auswählen. Kann man jetzt hier positionieren, wie man will. Man kann es drehen, wenn man will. Aber da an der Wand, denke ich, läuft es ziemlich gut. So, schließen. Ich habe schon wieder Durst. Ja, jetzt stehen wir nämlich da. So, wir haben ja Gott sei Dank in unserer Inbox 3 Flaschen geschickt bekommen. Die wir jetzt mal gepflegt, erstmal eine davon trinken.
Dann gucken wir uns das mal an. Na, da wird die Hand unten zu einem Rädchen. So, Rezepte. Was für Rezepte gibt es denn hier? Ah, man steckt Holz rein und bekommt Bretter raus. Ein Brett pro Balken erstmal von unserem Kiefernholz. Das heißt, wir ziehen das hier rein, lassen es los und in 8 Minuten werden wir das erste Brett haben. Ja, erstmal nicht so schlecht. So. Eine Kiste. Wenn man so eine Kiste bauen, da braucht man auch 3 Hölzer für. Die sind schon wieder alle, die Hölzer. Dann geben wir mal hier. Komm, nehmen wir direkt. Ne, beide können wir nicht nehmen. Jetzt haben wir keinen Platz im Inventar, um die Kiste zu bauen. Kleine Kiste erstmal erlernen. Bing. 3 Holz und 5 Pflanzenfasern. Dann bauen wir die mal. Dann gucken wir mal, wo wir uns die hinstellen können. So, hier können wir sie schon mal nicht hinstellen. Das heißt, wir müssen sie ins Haus stellen. Na, auf Fußboden platzieren. Und maximal 20 Stück können wir von den kleinen Kisten haben. So, setzen wir die mal dahin. Rest hier noch aus dem Lieferwagen rausholen. Vielleicht hier noch ein bisschen mehr Holz reinstecken für die weitere Verarbeitung. Und dann unseren ganzen Kram mal schön in unserer ersten Kiste platzieren. Wie ihr seht schon, man kann immer 20 gleiche Gegenstände aufeinander stapeln. Mehr geht leider nicht. Ich bin messy, ich schmeiße auch nichts weg. Ich heb erstmal alles immer auf. Da war doch noch was. Moment, hier haben wir doch Samen. Pflanzen Sie in einem Beet, um ernten zu können. Ein Beet, Moment. Hier, da können wir doch sogar ein Beet. Ah, 5 Holz und eine Pflanzenfaser. Jetzt Pflanzenfaser. Dann lernen wir das doch mal. Kostet 2 Lernpunkte, aber egal, wie gesagt, ihr bekommt im Laufe des Spielverlaufs so viel Level-Ups, dass euch die Punkte eigentlich nicht ausgehen sollten. So, Beet bauen. Ah, wir sehen, das können wir auch außerhalb bauen. Müssen wir sogar außerhalb bauen. Zack, setzen wir mal hin. So, jetzt haben wir noch ein schönes Beet da stehen. Na, das können wir rädern. Hier kann man auch was reinstecken. Na, ne, passiert nichts. Rezepte. Ah, wir stecken einen Pflanzensamen rein und kriegen 2 Karotten daraus. Samen, dann haben wir sie doch. Genau, hierher. Boah, da, ja, das meinte ich eben. Es kann immer passieren, dass irgendwas angelaufen kommt. Hier kommt so ein blöder Wolf angelaufen. Levelaufstieg nebenbei macht auch immer eure Gesundheit wieder auf 100%. Leider nicht Hunger und Durst. Ja, 2 Stunden für Karotten. Also das ist auch seit Patch 1.7.2. Bisschen verbuggt, die ganzen Produktionszeiten sind alle verdoppelt. Das war nämlich ursprünglich mal 1 Stunde. So, nehmen wir mal die Axt mit und das Beil. Wir haben Hunger, habe ich gerade gesehen. Dann essen wir mal schön unser rohes Fleisch auf. Ja, hat nicht viel, wirklich viel gebracht. Gut, dann müssen wir uns noch die Dosen holen. In Box leer. Ja, da Dose auswählen. Ja, jetzt gucken, wo der Magen ist. 36, 61, 86. Nicht mehr hungrig. 3 leere Dosen, sage ich euch gleich. Schmeißt sie nicht weg, hebt die leeren Dosen immer auf, genauso wie die leeren Flaschen. Irgendwann kann man die noch brauchen. Würde ich sagen. Schauen wir uns mal den Rest der Welt an. Rest der Welt heißt hier, wir laufen einmal bis ins Grüne und immer weiter und kommen auf die Weltkarte. Mal schauen, ich weiß noch gar nicht, was für Nachbarn ich habe. Ein Event habe ich erstmal. Flugzeugwrack. Es gibt kaum Überlebende, aber vielleicht nützliche Gegenstände. Dann zeigt man mal, wo das ist. Es ist für 1 Stunde da. Gleich vorweg gesagt, dieses Flugzeugwrack kommt nur am Anfang. Wenn ihr noch Low Level seid, später, ich glaube ab Level 30, ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, irgendwo so um den Dreh nachher kommt es nicht mehr. Hier sehen wir jetzt die Weltkarte. Okay. Grün ist ungefährlich, gelb ist schon was gefährlicher, rot sollte man sich erst später hinwagen. Ja.
Das werden wir jetzt hier auftippen, zum Beispiel auf das Gestrüpp. Können wir mit 8 Energie, sieht man hier, laufen 8 Blitze oben links in der Ecke, sehen wir, wir haben 100 von 100. Das ist Gott sei Dank verkürzt, die Zeiten sind alle halbiert. Das hat früher alles mal, was heißt früher, letzte Woche noch, Patch 171, war das Ganze etwas teurer. Würde ich sagen, gucken wir uns direkt mal den Flugzeugabsturz an. Da, Gefahr, Fragezeichen, gut. Laufen wir mal dahin. So, seht schon hier, dauert noch ein paar Sekunden. Schauen Sie mal da, eintreten. Eintreten wollen wir hier. Mal gucken, was hier schönes rumliegt. Ich vermute mal, wir haben nicht genug Platz in den Taschen, um wirklich alles mitzuschleppen. Da haben wir schon die erste Kiste. Einmal aufmachen. Oh, das ist schon mal gut. So, die Sanitätstasche ist immer gut. Gut, das können wir später aussortieren. Einfach mal alles aufmachen, überall mal gucken, was überall drin ist. Oben auf der Mini-Karte sehen wir schon jede Menge Truhen, Kisten liegen hier noch rum. Machen wir da einen Hoodie. Können wir mal schön aufsetzen. Ja, hab gesehen, ich habe direkt auf Benutzen geklickt und er hat sich die angelegt. Was haben wir hier? Liegen noch ein paar Koffer rum. Oh, sehr schön. Ausrüsten, ausrüsten, der Bunker Romeo. Das ist eine Zugangskarte für den Bunker. Der Bunker Romeo, den gibt es im Spiel noch gar nicht. Warum man jetzt direkt ganz am Anfang diese Zugangskarte findet, das wird wahrscheinlich auch das erste sein, was ich wegwerfe. Weil man es zurzeit überhaupt noch gar nicht brauchen kann. Haben wir hier noch ein paar Schuhe und Stoffe. Ich gebe auch alles, nehmen wir mal alles. Ihr seht, was man stapeln kann. Stapelt er automatisch im Inventar. Oh, ich sag euch gleich, Klebeband, 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 das wird im späteren Spielverlauf noch wichtig werden. Man kann da ein paar schöne Dinge mitbauen. Ein Hammer ist eine Waffe, aber erfahrungsgemäß eine recht schlechte. Oh, da oben kommt was angelaufen. Würde ich sagen, hauen wir den erstmal zu Brei. Ihr seht schon, ich bekomme sehr viel weniger Schaden dadurch, dass ich schon komplette Rüstung jetzt angelegt habe. Die leidet natürlich auch in jedem Schlag, den ihr kassiert. Und machen wir es zu essen. Ja, habe ich schon geguckt. Da liegt eine verkohlte Leiche. Oh, noch. Handy. Ich lasse es mal hier. Ich habe es auf meinem alten Account auch kistenweise gehabt. Allerdings ohne zu wissen, was man damit überhaupt irgendwann mal machen können wird. Ich denke mal, es wird im späteren Spielverlauf möglich sein, die zu zerlegen für elektronische Komponenten, die man braucht. Ja, ja, ja. Ah, jetzt kann ich mir noch einen Inventarplatz verschaffen. Und zwar gibt es hier unter dem Rucksack noch die Tasche. Da kann man eine zweite Waffe reinlegen. Dann seht ihr jetzt hier, über meiner Waffe, gibt's ein Knöpfchen, da kann man schnell da hin und her switchen. Ah, ne, hier steht mal mit dem Hammer verprügeln. Zack, die Bohne, kaputt ist er. Oder aber man kann da was zum Heilen reinlegen, sprich hier die dicken Medipacks. Wobei ich jetzt erstmal dazu tendiere. Na, schade aber auch. Also ich würde jetzt eher den Verband da rein tun. Schauen wir mal, was hier sonst noch rumliegt. Weil die Bohnen wären schon nice, zumal wir zurzeit nichts zu essen haben. Ja, jetzt kommen wir nämlich langsam. Ich würde sagen, wir lassen mal die Axt und die. Obwohl, man könnte ja noch was abbauen, ne? Standen hier Bäume rum? Auto und Inventar voll. Ach klar. Ja, hier wäre auch Holz zu holen.
Noch ein Hackgebeil, da ist noch so ein. Was ist es? Dörrfleisch. Gut gewesen. Ja, so nutzen wir mal. So, die Axt, das Beil ist aber definitiv als, besser als der Hammer. Hier ist doch oben neben der Minimap mein Männchen abgebildet. Rote Mundmütze, rote Hose. Heißt, das Zeug geht bald kaputt. Wenn ich noch ein paar Schläge, warum noch gut ein paar Schläge einstecke, wird sich das irgendwann in Wohlgefallen auflösen. Noch mehr Klebeband. Noch mehr lecker Zeug, meine Güte. Ja, ich glaube, ich werde das irgendwas zurücklassen und die ganzen Bohnen mitnehmen. Wow, ne? Noch mehr Bohnen. So, hier geht es denn. Und hier mache ich das jetzt so. Seile zurück, Verband da rein. Ins Inventar wechseln, das stapeln. Und hier wieder. Ich nehme jetzt die Seile, die Seile. Die Gummiteile, die brauche ich auf jeden Fall auch. Weil ich ja weiß, dass ich gleich noch was brauchen will. Ich lasse die rum hier. Eine Pistole! Eine Pistole! Hallo, komm zu der, die. So. Eine Pistole! Puh. Die Goldbarren, die braucht man nachher nur für den Händler. Die Gummiteile braucht man vorher. Ja. Noch mehr Zeug, meine Güte. Ja, ich habe lange das den Flugzeugabsturz nicht mehr gespielt. Bin wieder mal perplex, was man hier alles so hinterhergeschmissen bekommt. Also als Startausrüstung ist das der Flugzeugabsturz 1A. Kann man sich erstmal so viel Zeug holen. Hier auch wieder. Laden die Bohnen zurück, legen den Verband da rein. So, den Verband nach da und nehmen uns da wieder die Bohnen raus. Noch ein Goldbarren und ein Bier. So, wo war denn hier? Wo waren jetzt noch Bohnen drin? Jetzt muss ich echt überall noch wieder in alle Schachteln reingucken. Und hier, ah, gut, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Noch mehr schöne Sachen. All die schönen Sachen. So, hier wieder Verbände stapeln. Ich lasse die Schuhe hier, nehme die Brechstange dafür mit. Waffen sind Waffen, den haben wir am Anfang nicht, abgesehen von dem Hammer. So, ist hier noch irgendwas? Mit Kuchen laufen? Nein, ist nix. Aber hier waren noch irgendwo Bohnen gewesen, die ich zurückgelassen habe. Da nicht, nein. Hier noch was? Das ist das Zeug, was ich reingelegt habe. Hier haben wir noch zwei Bohnen, haben wir noch 7 Dosen Bohnen. Was ist eine goldene Uhr? Nee. Ach, da geht's nicht lang. Nein. Nein. Nur zur Sicherheit nochmal überall reingucken. Nein. Okay. Jawohl. Ja, würde ich sagen, haben wir doch relativ gutes Zeug abgestaubt. Einmal Militärklamotte, noch eine Mütze und eine Jacke. Aber die Jacke hatte ich ja an. Aber die Knarre, die ist gut. Die ist gut, die ist verdammt gut. Joa, dann war es das jetzt erstmal gewesen. Ja, hier können wir leider nichts mehr mitnehmen. Inventar voll. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo. Ich hab nur abgebrochene Flügel rum. Die habe ich doch mal schon gekauft. Oh ne. Doch, ich wurde schon reingeguckt, ach, das ist das, was hier so verstreut liegt. Ja, würde ich sagen, schafft man das ganze Zeug mal nach Hause, ne? Was man hat, das hat man. Hier ist dann halt der Knackpunkt, der ins Spiel kommt, die Energie. Man kann halt nicht unbegrenzt spielen, weil man von A nach B laufen muss. Entweder man wartet dann eine ganze Weile oder man gibt Geld aus. Ja. Ihr seht jetzt hier,
noch ein Bunker, Bunker Bravo. Könnte man jetzt hinlaufen, lassen wir aber. Ne? Hier meine Nachbarn, Lumen oder Human, Lumi, Zig Shagget. Ja, hier ist unser Zuhause, ne? Häuschen drauf. Ist jetzt zwar schon so ein Haus da abgebildet, wir haben natürlich noch kein Haus. Das kleine Hütchen, was da ist, mag ich nicht als Haus bezeichnen. Was wir jetzt hier sehen, 23 Stunden 48 Minuten, ist die Zeit, wenn die um ist, dann ist dieser Totenkopf bei uns zu Hause angekommen, dann kommt eine Zombie-Horde und reißt uns erstmal alles kaputt. Alles nicht, mal sind es ein paar Wände. Mittlerweile können sie wohl auch den Schreiner natürlich zum Beispiel, den wir eben gebaut haben, kaputt machen. Habe ich selber noch nicht erlebt. Deshalb, was mit den Wänden bauen ist, so eine Sisyphus-Arbeit. Deshalb bin ich jetzt auch bestrebt, relativ schnell Bretter zu kriegen, dass wir unsere Wände verstärken können. Wenn die natürlich abgerissen werden, ist es umso ärgerlicher, weil wir da gleich ein bisschen was an Material verlieren. So, hier sehen wir jetzt unser Beet. Braucht jetzt auch eine Stunde 46. Wie lange habe ich denn schon auf? Oh, 36 Minuten. Das erste Video. So. Hier haben wir dann schon ein Brett fertig. So, zwei Bretter haben wir schon fertig. Ja, die brauchen bloß 8 Minuten. So, die Kiste, die war relativ voll eben gewesen. Naja, jetzt haben wir da nicht mehr was noch wirklich da reinpasst. Die Wasserflaschen können wir noch dazu packen. Das Klebeband, hier die Schrottsplitter. Bolzen, Kugellager, Kiste voll. So. Würde ich schon gleich mal behaupten, bauen wir eine neue Kiste. Kleine Kiste. 5 Pflanzenfasern und 3 Hölzer. Haben wir ja noch ein bisschen. Bauen. Kleine Kiste, sollen wir 2 bauen? Ja, bauen wir direkt 2. Zack, jetzt haben wir nur keine Pflanzenfasern mehr. Ja, die können wir uns jetzt freistellen. Stellen wir sie mal nach hier, drehen sie um. So, die stellen wir nach hier. Und das Fenster. Ne, drehen wir so nach. Wunderbar. Jo, jetzt können wir noch mehr Zeug reinstopfen. So, hier ein bisschen Rüstung, Waffenkiste. So. Jo, können wir hier eine Materialkiste machen. Jo. Sieht doch erstmal nicht schlecht aus. So, da ich gerne nicht völlig unbewaffnet aus dem Haus gehe, nehme ich mir hier immer noch Baseballschläge und Hackebeil mit, weil unser Hackebeil ist schon zur Hälfte aufgebraucht. 5 Verbände sollten fürs erste auch mal reichen, weil wir haben wir relativ gute Rüstung an. Wird sich ja auch relativ schnell ändern, wenn wir ein bisschen was kämpfen werden. Von daher, hier haben wir ausgeräumt, ne? Jawohl. Jetzt hat er schon wieder Durst. Bevor wir loslaufen, erst einmal satt und nicht mehr durstig. So, genau da. Wo haben wir denn jetzt eben die Flaschen hingepackt? Die haben wir da hingepackt, ne? So, trinken wir nochmal einen davon. Auch noch eine Dose Bohnen essen. Erstmal eine Dose Bohnen. So, jetzt fühle ich mich besser, ne? Genau. Jetzt können wir mal losrennen. Hier ist jetzt nur die Frage, holen wir uns Holz oder holen wir uns Steine? Lagerfeuer wollen wir ja noch nur bauen. Vielleicht noch ein Bild, Rucksack haben wir einen. Tischlerbank, sei gesagt, kann man sogar 2 bauen. Genauso wie Schmelzöfen. Wobei, der Regenfänger ist dafür da. Wir bauen erstmal einen Regenfänger. Komm, bevor ich gehe, bauen wir einen Regenfänger. Dann können wir nämlich die leeren Flaschen wieder mit voll machen. Was brauchen wir dafür? Erstmal müssen wir den erlernen. Zack, die Bohne. 10 Holz, 3 Stoff und 2 von diesen Splittern. 10 Holz, da haben wir sogar noch 3 Stoff und die Splitter. 2 Klammer gebaut. Regenfänger, Inventar, Regenfänger, bauen.
Den können wir auch wieder nur im Freien aufstellen. Und mal hier so vor die Haustür. Auf Boden platzieren maximal zwei. Das heißt, davon können wir auch wieder maximal zwei Stück haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, einer sollte reichen. Dann gehen wir erstmal hier, packen das restliche Zeug zurück. Die leeren Flaschen nehmen wir mit, weil die können wir jetzt da reinstopfen. So, in 20 Minuten werden wir dann eine volle Flasche wieder kriegen. Ne? Eine leere rein, eine volle raus. Gut, es regnet in diesem Spiel zwar überhaupt gar nicht, aber was soll's. Es ist ein Regenfänger. Tja, ich tendiere jetzt einfach dazu, mal noch eine Ladung Holz zu holen. Wobei in den Gebieten gibt es auch ständig überall Beute in Form von Kisten und Rucksäcken rumliegen. Da, Kieferngestrüpp. Gefahr, ein Totenkopf. Holz, ein Bäumchen. Stein, ein Stein. Beute, eine Kiste. Mal dahin laufen. Sag, Lohner, eintreten. Lädt jetzt ein bisschen. Kommen auch immer nützliche Tipps, ne? Dusche, ja, die Dusche müssen wir auch als nächstes mal bauen. Bevor man nämlich anfängt zu stinken, dann kann man es nämlich nicht mehr anschleichen. Oh, was haben wir da? Da liegt ein rotes X. Ah, Bunkercode. Für alle, die den Bunkercode brauchen. Oh, da kommt was angelaufen. Da, der heißt zwar Farm AK, sieht aus wie ein Spieler, ist aber kein wirklicher Spieler. Wow, der hat ein Chopperrad dabei. Das ist mal nice. Ja, das ist mal nice. Jetzt habe ich hier keine Funktion, einen Screenshot zu machen. Egal, egal. Und Rucksack, gut, den Rucksack, den brauchen wir nicht, den können wir löschen. Wo war ich? Bunkercode, genau. 36228. Ist für den Bunker Alpha. Können wir jetzt ganz am Anfang noch gar nichts mit anfangen. Mal später mal Zeug haben. Werden wir da auch mal reingehen und den rocken. So. Ich tendiere am Anfang immer dazu, erst einmal am Rand entlang zu laufen. Dann sieht man nämlich schon direkt, wo hier was steht. Na, sieht man jetzt die roten Pünktchen oben auf der Minikarte? Die sind verschieden groß. Weil hier gibt es nicht nur die wandernden Zombies, die es eben gab, die 40 Leben haben. Hier gibt es auch die schnellen Beißer. Nö, da ist Zombies, okay. Für Wandernde. Hatte ich jetzt gedacht, ein schneller Beißer da gewesen. Die haben nämlich 80 Leben. Sind entsprechend etwas gefährlicher. Machen ein bisschen mehr Schaden. Und das Schlimme ist halt, sie können. Da hier ist einer schneller Beißer. Der rennt halt relativ schnell. Aber ist genauso dumm wie seine Kollegen. Lässt sich von hinten abschlachten. Ja, und das ist von mir eben angesprochen. Eine Beutekiste. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh, auch Bohnen, Klebeband, Klebeband, Klebeband. Ich freue mich. Jetzt, wo ich weiß, wie wertvoll das ist. Am Anfang habe ich gedacht, Klebeband, was willst du mit Klebeband? Aber jetzt, wo man weiß, wofür man es alles braucht. Direkt von vornherein sammeln, alles mitnehmen. Zack. Da eben muss ich jetzt aufpassen. Oben seht ihr so ein Kreis um mich herum in der Minimap. Wenn ich mich so nah den Zombies nähere, dass sie in dem Kreis sind, merken sie mich, zumindest wenn ich von vorne komme. Wenn ich mich jetzt von hinten anschleiche, so, zack, den schlachte ich so ab, den anderen, der ist langsam mal dran, mal drauf gehackt, gut ist. Kann man hier an die nächste Kiste, nee, die haben wir schon aufgemacht. Wo war denn ja? Ich habe eben noch eine zweite Kiste gesehen. Erstmal hier. Okay. Da kommt was angelaufen. Heilung for free. So, die Bärchen mal essen, dass wir wieder volle Gesundheit haben und nicht unsere schönen, teuren Verbände benutzen lassen. Ach, hätte ich mir auch sparen können. Levelaufstieg macht ja das Leben voll. Ja. Ja, hier wieder Schleichmodus. Ah, ein Wolf. Dann können wir auch von hinten metzeln. So. Oh, ein schneller Beißer. Ja, hätte ich besser den von hinten gehabt. Aber zurzeit macht er mir nur zwei Schaden, weil ich doch Rüstung anhabe. Können wir jetzt mal drumherum rennen. Zack. Oh, Waffe wird langsam rot. Ihr seht schon. Wird bald kaputt gehen.
mit jedem Schlag, den ihr tätigt, weil ihr könnt das ja sehen, ich habe ja meinen Daumen da drauf, wenn ich hier drücke, hier unten. Ich muss mal darauf achten, wenn ich was schlage. Dieser äußere Kreis, der wird immer kleiner, immer kürzer, immer weniger. Wenn er einmal rum ist, ist Ende. Dann geht die Waffe einfach weg. Upp, da ist einer. Habt ihr das gesehen auf der Minikarte? Da ist einer gespawnt. Der ist einfach da aufgetaucht. Der stand vorher nicht da. So. Den noch. Dann waren da oben aber noch ein paar, oder? Habe ich nicht eben geguckt. So, zack, Kopf ab. Bläh. Gucken wir erstmal hier in die Kiste. In die Kiste. Auch ganz nett. Da kann man ja mal. Ich bin zwar eigentlich hier, um Holz zu holen, aber jetzt finde ich hier so tolle Sachen, dass Holz immer so ein bisschen zweitrangig geworden ist. Obwohl, ne, ohne Holz geht nichts. Da haben wir einen Stein aufgehoben aus Versehen. Killen wir den noch. Bam. Wieder in die Hocke gehen und da hinten den noch. Oh, ein Wolf ist es, okay. Zack. Levelaufstieg. Ihr seht schon, Level 8. Wir können schon wieder was. Na, Verband. Wann lernen wir den Verband? Machen wir erstmal die Kiste. Die Bohnen nehmen wir mit. Alles, was wir starten können. Kamera. Die lasse ich mal hier. Wo wollte ich gucken? Verband. Level 10 benötigt. Die haben wir aber auch ganz schnell. Und dann hier, Level 10. Dann können wir anfangen, unsere ersten Kleidungsstücke zu bauen. Was haben wir hier noch? Ach, da habe ich eine Leiche nicht geplündert. Ein Seil, Seil, Seil. Lassen wir erstmal hier. Lassen wir das Seil erstmal Seil sein. So, den noch. Massakrieren. Kommen hier, ihr alle. So, jetzt müsst ihr gleich mal ein Beil. Ja, hält immer noch. Und ein Seil. So, das müsste es dann jetzt gewesen sein. Hier macht immer so. Ein paar Beeren pflücken, futtern gegen den Hunger und den Durst. Ich habe nämlich vergessen, was zu trinken mitzunehmen. In dem Sinne, Holz wollten wir holen, nicht wahr? Jetzt kommen wir natürlich in die blöde Lage. Ich habe keine Axt mitgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Baum fällen will, sagt er mir erforderlich Beil. Für ein Beil wiederum brauche ich aber erstmal Holz und Steine. Holz habe ich noch ein paar in der Tasche. Ach, eben von dem Typen, der mich umhauen wollte. Steine. Steine liegen. Ja, guck mal, hier haben wir doch schon. Da liegt ein Stein, da liegt ein Stein. Jetzt können wir uns ein tolles Beil herstellen. Und dann fangen wir mal an hier. Ich würde sagen, ich sammle noch einen Stein auf. Da ist ja nämlich schon im Inventar belegt. So, wenn ihr jetzt wollt, dass der hier ausschließlich Holz und Stein sammelt, einmal Holz aufteilen. So, jetzt habt ihr zwar 2x8, aber Inventar ist sonst voll mit Plätze. Das heißt, er wird nichts anderes aufheben können. Keine Beeren, keine Samen. Ne, hier, Inventar voll. Dann drücken wir jetzt auf Auto und er fängt einfach an zu laufen und hackt das Holz. Und sammeln natürlich Steine und alles andere, was er noch stapeln kann im Inventar. Aber da das andere Zeug hier nicht so rumliegt, sprich Dosen, Schraubenschlüssel oder sowas liegt hier nicht einfach so rum, sammelt er ausschließlich das, was er noch sammeln kann. Es gibt immer noch 20 EP, habe ich gerade gesehen. Jawohl, Stunden, ja klar, Stunde ist noch nicht rum. Ne? Naja. Ja, ist jetzt wieder eher so der langweilige Teil am Farmen, im Zugucken und nicht weggehen können, weil man ja sonst Gefahr läuft, dass eventuell was kommt und einen umboxt. Nicht nur die Zombies, ich habe eben auch gesehen, es können auch diese KI-gesteuerten künstlichen Mitspieler kommen. Ich mache an der Stelle mal gleich einen Cut und zeige euch, wie ich wieder zurück in der Basis bin.
So, da sind wir wieder. Ich habe den guten gerade noch ein paar Minuten hier rumgeschickt, ein bisschen Holz hacken und als die Axt kaputt war, auch noch ein bisschen Pflanzenteile sammeln. Muss aber jetzt weg hier, weil ich durstig bin und vergessen habe, Wasser mitzunehmen. Beziehungsweise hatte gehofft, Wasser zu finden, weil oft findet man in den Truhen auch ein bisschen Wasser, den man dann vor Ort einfach mal wegschlucken kann. War nicht der Fall, deshalb jetzt schnell nach Haus, weil Durst ist jetzt bei 10. Alles, was drunter ist, wird kritisch, weil dann fängt er an zu verdursten. Dann tickt's, dann bekommt ihr sekündlich quasi Schaden, den man irgendwann halt nicht mehr gegenheilen kann. So, trinken wir mal 2 Flaschen Wasser. Ihr seht schon hier, Holz habe ich ordentlich gesammelt. Mal direkt mal hier nachlegen. Ja. Jetzt nicht wirklich vor, eine Sekunde bis zum nächsten Brett. Ja, 5 hinterherlegen. Holz, würde ich sagen, oh, hier habe ich eben noch eine dritte Kiste gebaut. Ja. Hier mal ordentlich Holz reinlegen. Was mich halt super freut, ist schon mal hier das Shopperrad. Shopperteile findet man nämlich extremst selten irgendwo in Kisten. Genauso wie die Schraubenschlüssel hier und die ganzen anderen Teile. Klebeband, gut, habe ich ja eben schon irgendwo gehabt, ne? Nein, ja, jetzt da, einfach Doppelklick, klickt das dazu, hier genauso. Na, die leeren Dosen, die tue ich mal in die andere Kiste, weil da habe ich auch welche. Immer wenn ich dann hier was esse, zack, stapelt er direkt die leeren Dosen da drauf. Joa, ne? Würde ich sagen. Baue ich mal noch einen zweiten Tischlerbank und eine Dusche und Schmelzofen. Das will ich aber jetzt nicht alles noch antun. Ich spiele mal noch ein bisschen weiter. Ich denke mal, ich werde jetzt so jeden Tag mal ein paar Minuten bis eine Stunde oder so aufnehmen für euch, zeigen, was man so machen kann in dem Spiel, wie es weitergeht, wie der Progress läuft. Wenn es gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, haut die Glocke, dass ihr informiert werdet, wenn ich was Neues hochlade. Bin noch ganz am Anfang. Ich hoffe, dass der Kanal sich so ein bisschen etabliert. Als Anfänger-Channel, ich werde euch also nicht zeigen, wie man nackig mit nur Schusswaffen durch den Bunker rennt. Ich werde euch nicht zeigen, wie man sein ganzes echtes Geld investieren kann, um alles Mögliche zu beschleunigen. Ich werde hier alles selber erspielen und Rohstoffe farmen. Deshalb freut mich, wenn es euch gefällt. Schaltet wieder ein. Bis dann, euer Chemie.